Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sich stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Jody, was hast du getan? Da bist du ja.
Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Okay, Nathan wartet auf uns. Komm schon, Jody. Hi, Cole. Hey, Alan. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fertig. Ja, und er ist fast fertig. Besser spät als nie, was? Ich warte auf dich, Kleine. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Jody. Wochenende soll es regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man wohl sagen. Aber es war nie wirklich. Wir sind da. Nein, war es nicht. Komm schon, Jody. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Oh.
Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Aiden, geh rüber in den anderen Raum und zeig mir die Karte. Der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. Siehst du die Karte, Jody? Konzentrier dich, du schaffst das schon. Alles klar? Ja. Ja. Ich bin okay. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Bitte tu es.
mir die... Aiden, nein! Hey, was war das? Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Hör sofort auf damit, Aiden! Nächste Karte. Nächste Karte. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Ein Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Jody, ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein.
Und was mache ich, wenn etwas schiefgehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Das hatte ich vermutet. War nur ein Check. Ich fühle mich, als ob alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. اشتريت مقتنيات كثيرة جدا من نفس المتجر حتى أن يوسف فضل أن يشتريه بكامله فعندما أذهب للتسوق يغلقون المهلة في وجهي زبائن Aiden, Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein.
zuerst die Wache ablenken. Ihr Rebbe! Okay, jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. العام الماضي كانت الأسعار منخفضة، أما الآن سأخسر المال. Nein, Ei. Darf uns nicht bemerken. Irgendwo muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. هناك. الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ إنها مراهد السيدات. انصرف من هنا. حسنا. أيها المنحرف. سأنصرف. Sehen Sie,